Jeder von euch, Freunde, ist Verkäufer. Wenn du Mutter bist, bist du Verkäufer. Wenn du Vater bist, bist du Verkäufer. Du musst deinen Kindern verkaufen, dass sie abends um 9:30 ins Bett gehen und morgens früh aufstehen, in die Schule und ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wenn du einen Partner hast, dann warst du Verkäufer. Weil du musstest dich erstmal verkaufen, um einen Partner zu bekommen. Jetzt musst du deinem Partner auch verkaufen, dass er nicht abhaut und bei dir bleibt. Alles im Leben ist Verkauf. Ich habe euch heute meine 6 Diamanten für ein erfolgreiches Leben mitgebracht. Meine 6 Diamanten, erfolgreiches Leben habe ich gesagt, aber nicht nur im beruflichen, nee, auch im privaten, eigentlich für alle Bereiche. Aber auch und hauptsächlich im beruflichen. Jetzt habe ich mal eine Frage gleich zu Anfang. Wer von euch ist denn Verkäufer? Wer ist Verkäufer? Wer ist im Verkauf tätig? Wer von euch hat mit Verkauf überhaupt nichts zu tun? Handzeichen? Das ist falsch. Das ist schon mal ganz klar, das ist schon mal falsch. Jeder von euch, Freunde, ist Verkäufer. Wenn du Mutter bist, bist du Verkäufer. Wenn du Vater bist, bist du Verkäufer. Du musst deinen Kindern verkaufen, dass sie abends um 9:30 ins Bett gehen und morgens früh aufstehen, in die Schule und ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wenn du einen Partner, wer von euch hat einen Partner? Mal Handzeichen. Wer sucht noch einen? Okay, später. Pass auf. Wenn du einen Partner hast, dann warst du Verkäufer. Weil du musstest dich erstmal verkaufen, um einen Partner zu bekommen. Jetzt musst du deinem Partner auch verkaufen, dass er nicht abhaut und bei dir bleibt. Alles im Leben ist Verkauf. Und jetzt habe ich mal die nächste Frage. Wer von euch möchte im nächsten Jahr mehr Geld verdienen? Mal Handzeichen. Ah, da melden sich auf einmal alle. Jetzt werde ich dir mal ein Geheimnis mitgeben. Wenn du im nächsten Jahr mehr Geld verdienen willst, musst du mehr verkaufen. Ein Arzt ist ein Verkäufer, ein Heilpraktiker, ein Physiotherapeut. Alles im Leben ist Verkauf. Und da habe ich euch heute mal meine 6 Diamanten mitgebracht. Das E im Wort Erfolg steht für mich, auch im Verkaufen, für Emotion. Liebe Freunde, Emotionen sind die Triebfeder, der Treibstoff in unserem Leben. Du musst wissen, alles was du tust, ob du Harley fährst, ob du wandern gehst, ob du ins Kino gehst, ob du ein Buch liest, du tust diese Dinge, weil sie mit einer bestimmten Emotion verbunden sind. Emotionen treiben uns an. Bill Clinton hat mal gesagt, die Gewinner von morgen werden die sein, die das Spielfeld der Emotionen beherrschen. Und es gibt so 2 Grundarten von Emotionen. Es gibt einmal die Emotionen, die uns wirklich antreiben, und es sind die Emotionen, die uns zurückhalten. Und wisst ihr, was die negativste Emotion ist, die leider viele Menschen heutzutage empfinden? Das ist die Angst. Sie sind von diesem großen A-Wort regiert. Sie haben Angst, den Kunden anzurufen. Sie haben Angst vor der Zukunft. Sie haben Angst, den Kunden nach dem Auftrag zu fragen. Weißt du, was passiert, wenn du Angst hast? Du musst dir das so vorstellen. Das ist ungefähr so, als wenn dir jemand die Hand hinlegen würde und mit aller Kraft zudrücken würde. Angst, liebe Freunde, lähmt uns. Angst lässt uns nicht die Dinge tun, die eigentlich für den Erfolg nötig werden. Aber wie entstehen jetzt unsere Emotionen? Das kann ich dir genau sagen. Unsere Emotionen entstehen aus unseren Gedanken. Jeder von uns hier im Saal denkt pro Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken. Jetzt ist doch die entscheidende Frage, ja, was sind das denn für Gedanken, die da so in dir aufsteigen? Soll ich dir sagen, was das für Gedanken sind? Das sind Gedanken, die du in Bezug über dein Leben denkst. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was denkst du denn, wenn du morgens in deinem Bettchen aufwachst, über den bevorstehenden Tag? Denkst du, ja, geiler Tag. Ich kann es kaum erwarten, meinem ersten Kunden zu begegnen. Ja, oder? Denkst du, noch so ein Tag. Ja? Pass auf. Die steigen dann in ihr Auto ein, ja? Machen das Radio an, kommt der Radiomoderator, halten sie durch, 5 Tage noch. Ja, so sieht's doch aus. Und genauso begegnen die dann ihrem ersten Kunden. Frag dich bitte, welche Emotionen produzierst du morgens beim Aufstehen durch deine Gedanken? Weißt du, die meisten Menschen sagen, ah, ich fühle mich heute so schlecht. Weißt du, was sie eigentlich sagen müssten? Ich habe mich heute schlecht gedacht, weil hinter jedem Gedanke steckt eine Emotion. Darum kontrolliere deine Gedanken. Weißt du, was 99% der Menschen dort draußen machen? Sie lassen sich von ihren Gedanken kontrollieren.
Für was steht das R? Das R steht ganz klar für Richtung, Ziele. Und jetzt wieder meine Frage an dich. Hast du noch Ziele in deinem Leben, beruflich und auch privat? Weißt du, wenn du keine Ziele hast, dann ist das ungefähr so, als wenn du in dein Auto einsteigst und kein Ziel in dein Navigationssystem eintippst. Was passiert, wenn du kein Ziel eintippst? Na klar, es kommt keine Stimme, die dir hilft. Und genauso ist es bei persönlichen und bei beruflichen Zielen. Weißt du, Ziele sind wie Fixsterne. Sie sind Samenkörner, die du in dein Unterbewusstsein pflanzt. Und bei einem Verkäufer, was glaubst du, wenn der einen Kunden besucht, was ist da sein Ziel? Einen Abschluss zu machen, liebe Freunde. Weißt du, wir werden nicht für Gespräche bezahlt, nicht für Versuche, sondern für Abschlüsse. Wir werden dafür bezahlt, dass wir am Schluss einen Kunden begeistert haben und er bei uns kauft. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Ich habe letztens wieder zwei Verkäufer an der Bar eines Hotels belauscht. Da sagt der eine zum anderen, oh, weißt du was, ich habe heute super viel gute Gespräche geführt. Da sagt der andere, tja, ich habe auch nichts verkauft. Verstehst du? Du wirst nicht für Gespräche bezahlt. Und dafür musst du ein ganz klares System haben. Du musst ein System haben, wie du ein Gespräch beim Kunden führst. Du musst einen Leitfaden haben, wie du das Ziel deines Kunden ergründest. Du musst eine Präsentation haben, wie du den Kunden fesselst. Du musst eine Angebotspräsentation haben, die in 2 Minuten dem Kunden zeigt, was du heute für ihn tun kannst. Und am Schluss, und wenn du das heute aus meinem Vortrag hier mitnimmst, dann verspreche ich dir, wird sich dein Verkaufserfolg schon drastisch erhöhen. Nochmal die Zwischenfrage, wer von euch ist alles Verkäufer? Mal Handzeichen. Ich merke schon, ihr habt es kapiert. Sind Schwaben hier im Raum? Oh ey, wie schwimmen die Schwaben? War ein Spaß. Pass auf. Und das ist jetzt ganz wichtig, nimm es als Diamant mit. Ab Montag stellst du in jedem Gespräch deinem Kunden die Abschlussfrage, weil das Ziel, die Richtung ist, einen Abschluss zu machen. Du forderst deinen Kunden zum Handeln auf. Du sagst deinem Kunden, Herr Kunde, prima, es passt. Ist jetzt nur noch meine Frage, wann sollen wir liefern? Super, Herr Kunde, wir haben das Ideale für Sie gefunden. Das ist jetzt meine Frage, sollen wir direkt nach Hause oder ins Büro liefern? Die Handlungsaufforderung, 75% aller Verkäufer stellen keine Abschlussfrage. Warum stellen sie die nicht? Angst, sie sind praktisch gelähmt. Soll ich dir was sagen? Wenn unser Unterbewusstsein die Chance hat, einem Nein auszuweichen, dann nimmt dein Unterbewusstsein diese Chance wahr. Und jetzt sage ich dir mal, was Nein heißt. Nein heißt noch eine Information nötig. Weißt du wieso? Weißt du wieso? Bei einem Nein fängt das Verkaufen erst an. Vorher war es kein Verkaufen, vorher war es Verteilen. Der Kunde wollte sowieso was. Nein ist die Daseinsberechtigung eines Verkäufers. Da geht's erst los. In dem Augenblick, wo der Kunde sagt, brauche ich nicht. Jetzt geht's los, liebe Freunde. Dein Kunde sagt, es ist zu teuer. Wer von euch hat diesen Satz schon mal vom Kunden gehört? Echt? Das macht mich jetzt stutzig. Ist doch die Frage, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Weißt du, was 75% aller Verkäufer sagen? Ja, dann überlegen Sie sich das nochmal. Oder dein Kunde sagt, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und du sagst, mit wem? Na, das sagst du nicht. Stopp, das sagst du nicht. Das wäre fatal. Aber in Zukunft, wenn dein Kunde sagt, das ist aber ganz schön teuer, sagst du vielleicht Sätze wie, Herr Kunde, ich habe nicht gewagt, Ihnen etwas Günstigeres anzubieten. Oh, ja, jetzt geht das Verkaufen los. Dein Kunde sagt, es ist zu teuer. Und du sagst, Herr Kunde, ich merke, Sie wollen es wirklich haben, oder? Weil warum sagt dein Kunde, es ist zu teuer? Kann ich dir genau sagen. Das hat er auf der Kundenschule so gelernt. Auf der Kundenschule bringt man Kunden bei. Wenn der Verkäufer dir was verkaufen will, sagst du als erstes, ist zu teuer. Ist doch logisch. Ich habe Zehntausende von Verkaufsgesprächen geführt. Nicht einer meiner Kunden hat gesagt, Mensch Mike, das ist aber ganz schön billig. Ich kaufe sofort. Er sagt, es ist zu teuer.
Herr Kunde, Sie haben recht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Lassen Sie uns doch nochmal schauen, was Sie alles für den Preis bekommen. Leute, verkaufen ist eine Kunst. Ist eine Kunst, die man lernen kann. Aber jetzt kommt das F. Das F im Wort Erfolg. Für erfolgreiche Menschen ist der Buchstabe F für mich Flexibilität. Flexibilität heißt, sei ganz straight in der Erreichung deiner Ziele. Ja, sei straight, aber sei flexibel auf dem Weg dahin. Das heißt, sei flexibel in der Strategie, die du anwendest. Aber wann kannst du nur flexibel sein? Wenn du vorbereitet bist. Aber die meisten Verkäufer sind nicht vorbereitet, wenn sie zum Kunden gehen. Ich höre immer wieder von Leuten, ja Mike, ich bin jetzt 20 Jahre habe ich jetzt Erfahrung im Verkauf. Ne? Ich bin Verkaufsprofi. Sag ich, nee, bist du nicht. Im ersten Jahr hast du vielleicht mal ein Buch gelesen zum Thema Verkauf und hast ein Seminar besucht und jetzt wiederholst du 19 Jahre lang genau das, was du im ersten Jahr gelernt hast. Leute, wenn du nicht vorbereitet bist beim Kunden, dann machst du dich nur lächerlich. Aber wenn du vorbereitet bist, was passiert dann? Du wirst ruhig, du wirst entspannt, du weißt ganz egal, was mein Kunde sagt, du hast die Antwort darauf. Wer von euch hat denn schon mal den Satz gehört, aber sie wollen mir doch nur was verkaufen, mal Handzeichen. Hey, auch einige. Was sagst du da drauf? Nochmal, also jetzt mal im Chor, ich mache jetzt hier keinen Singen, aber... Dein Kunde sagt, aber sie wollen mir doch nur was verkaufen. Was sagst du? Ja. Bist du bescheuert? Never ever sagst du das. Schreib dir folgenden Satz auf. Übrigens, wer hat was mitzuschreiben mit? Wie? Wer hat nichts mit? Hey Leute, wer schreibt, der bleibt. Jetzt kommen die Chinesen. Immer wenn nichts mehr geht, kommen die Chinesen. Die Chinesen haben mal gesagt, die schwächste Tinte ist immer noch stärker als das stärkste Gehirn. Also jetzt für alle Verkaufsprofis. Hör jetzt bitte genau hin. Dein Kunde sagt, sie wollen mir doch nur was verkaufen. Du sagst in Zukunft, aber Herr Kunde, das kann ich doch gar nicht. Ich kann Ihnen doch heute nur zeigen, welche Lösung ich für Sie mitgebracht habe, was ich für Sie tun kann, welch tolles Produkt ich... Und am Ende entscheiden Sie, was gemacht wird. Herr Kunde, klingt das fair? Was sagt jetzt der Kunde? Ja. Verstehst du? Du hast den Verkaufsprozess komplett umgedreht. Und das ist Kreativität im Verkauf. Und jetzt kommt das O im Wort Erfolg. Das O steht für Optimismus. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Menschen gesehen, der Pessimist war. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Unternehmer gesehen, der Pessimist war. Und ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, Mike, ich bin total optimistischer Mensch. Kaum machen sie das Maul auf, reden sie negativ. Ja, es wird immer schlimmer, ne? Die Zölle, Handel, ne? Die ganzen Flüchtlinge. Aber sie sind ja so optimistisch. Ich sag dir jetzt mal das Hauptwort im Leben eines optimistischen Menschen. Schreib dir das auf. Weißt du, was das Hauptwort im Leben eines optimistischen Menschen ist? Ist das Wort Ja. Sag Ja zum Leben. Sag Ja zu neuen Chancen. Sag Ja zu neuen Herausforderungen. Aber weißt du, was die meisten immer sagen? Ja, Mike, da bin ich skeptisch. Was für ein Bullshit. Ja, das geht mir total auf die Nerven. Weißt du, es gibt keinen traurigeren Anblick als einen jungen Pessimisten. Das tut mir in der Seele weh. Ja, Mike, da bin ich skeptisch. Wie viel Mut brauchst du, um skeptisch zu sein? Sag mir mal, wie viel Mut du brauchst. Ich kann dir genau sagen, wie viel Mut du brauchst. Null, zero. Weißt du, wofür du Mut brauchst? Ja, komm, lass uns ausprobieren. Lass es uns starten. Ja, da bin ich dabei. Wow, das ist die Einstellung eines erfolgreichen Menschen. Und jetzt kommt das L. Das L steht für Leidenschaft. Ja. Und da habe ich jetzt mal eine Frage an euch hier, Freunde. Seid ihr noch richtig fett krass begeistert von dem, was ihr tut?
Also ich muss schon sagen, ich muss eins sagen, ich spreche oft in großen Seen mit mehreren tausend Menschen, aber ihr seid schon ganz spezielle Vögel, echt. Ihr seid schon richtig gut drauf. Ich sag dir eins, Begeisterungsfähigkeit ist eine der bestbezahltesten Fähigkeiten auf diesem Planeten. Und sie hat zwei Eigenschaften. Erstens, sie ist leider sehr selten. Und zweitens, ist sie ansteckend. Und jeder von euch, der morgens vorm Spiegel steht, muss sich die Frage stellen, welche Ansteckungsgefahr geht heute von mir aus? Wie groß ist die Gefahr? Wie groß ist die Gefahr? Gib mir alles! Gib mir alles! Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, beruhigt euch. Der Knaller kommt erst noch. Leute, Begeisterungsfähigkeit wird am höchsten bezahlt. Und wenn ich in Unternehmen komme, sehe ich sofort die begeisterten Mitarbeiter. Weißt du, woran ich die erkenne? Weißt du, woran ich die erkenne? An ihrem Blick, da ist Feuer. Wenn ich anderen in die Augen schaue, sehe ich zwei romantische Teelichter, die ein bisschen flackern. Ja? Und jetzt, einen habe ich noch, wollt ihr den letzten? Das G steht für Grenzen überschreiten. Das G heißt raus aus deiner Komfortzone. Und weißt du, was der größte Feind deiner Komfortzone ist? Der größte Feind deiner Komfortzone ist deine Bequemlichkeit. Dass du den kleinen Arsch, auf Deutsch gesagt, nicht bewegst. Und jetzt mach mal zwei Fäuste. So, schau diese Fäuste an. Das ist die Größe deines Gehirns. Und jetzt schaust du auf die Fäuste deines Nebenmannes und jetzt weißt du, warum du mehr verdienst. War ein Spaß. Schau hin, hier. Obacht, hör bitte genau hin jetzt, das ist wichtig. Das ist die Größe deines Gehirns. Dein Gehirn hat 2% deines Körpergewichts. Es verbraucht aber bis zu 70% deiner täglichen Energie. Und jedes unserer Gehirne hat 100 Milliarden Gehirnzellen, die verbunden sind in einem komplexen Netzwerk von Neuronen und Dendriten. Und die Zahl der Verbindungen untereinander ist größer als die Anzahl der Blätter im Amazonas-Regenwald. Weißt du, was das für dich bedeutet? Du hast mehr natürliches Potenzial in dir, Talente, Fähigkeiten, als du in 20 Leben aufbrauchen könntest. Also weißt du was? Du kannst nicht genügend lernen. Wofür sparst du dich auf? Aber die meisten Menschen kommen nicht ins Handeln. Und schließen möchte ich mit ein paar ganz wichtigen Zeilen. Hör sie dir bitte genau an. Hör hin. Wie oft schon hörte ich dich sagen, du würdest große Dinge wagen. Aber wann wohl glaubst du, kommt der Tag, da enden alle Mühe und Plag, da du zu großen Taten schreitest und da du selbst dein Schicksal leitest. Und wieder ging ein Jahr vorbei. Doch nie warst du mein Freund dabei, wenn's galt, nun endlich zuzugreifen, damit auch deine Früchte reifen. Du hattest Pech? Ach, keine Spur. Schau auf deine Hände bloß, sie liegen still in deinem Schoß. Statt endlich alles in dir umzuwandeln und dann zu handeln. Macht's gut, liebe Freunde. Bis bald irgendwann. Ciao. Lieber Mike Diersen, großartige Show. Vielen herzlichen Dank. Wir haben alle Spaß gehabt. Und wir haben uns alle gefragt, sind wir gute Verkäufer? Wie hat's dir gefallen und bist du ein guter Verkäufer? Und vor allem, in welchen Bereichen in deinem Business bist du gut aufgestellt? Wo darfst du noch wachsen? Mach jetzt die kostenfreie Business-Erfolgsanalyse und freu dich auf ein paar tolle Aha-Erlebnisse.